Willkommen zurück zu Super Mario Party. Im letzten Part haben wir hier im Party-Modus das erste Juwel erhalten. Und heute gedenke ich, ein weiteres zu holen, nämlich hier in der Beat-Bühne. Beweise dem Publikum mit einer grandiosen Vorstellung, dass du Rhythmus im Blut hast. Ja, den habe ich bestimmt nicht. Aber wie und warum, das werdet ihr heute sehen. Schon mal eine kleine Sache vorweg. Das ist ja schon das dritte Mal, dass ich diesen Part hier aufnehme. Weil immer wieder was in den Weg gekommen ist. Aber jetzt kommt erstmal die Introduction. Ne? Das Haus ist komplett ausverkauft. Gleich beginnt die Show. Bist du bereit, Bowser Junior? Ja, klar. Wie ist es bei dir aus, Wario? Und du, Peach, bereit? Auch bei dir alles klar, Yoshi? Bowser Junior, welche Stufe willst du für deinen Auftritt? Ja, normalerweise hat man jetzt hier nur normal zur Verfügung. Die anderen zwei muss man freischalten, aber weil ich das Ganze halt schon mal recorded habe, sind die jetzt einfach bei mir schon mal freigeschaltet. Und ja, ich denke nicht, dass das irgendjemanden stören wird, deswegen machen wir einfach alle drei trotzdem durch. Fangen natürlich mit normal an. Zeit für den ultimativen Bühnenauftritt! Mann, dass man hier immer mit seinen Rivalen abklatschen muss. Hört mich schon ein bisschen, ne? Na dann, wird Zeit, ein Star zu werden, ne? War kein YouTube-Star, aber trotzdem. Oh, und ich glaube, ich stelle es vielleicht ein bisschen leiser. So, das sollte es passen, ne? Na dann, also das Ganze ist halt, wie gesagt, ein Rhythmusspiel. Du musst halt den Joy-Con immer zum Rhythmus der Musik schütteln. Problem ist, es ist mit der Elgato Game Capture gar nicht mal so einfach. Einfach weil da kommt ja der Sound immer verzögert raus. Genauso wie das Bild. Und ja, da immer auf den Rhythmus zu achten, ist nicht ganz so einfach. Sagen wir es mal so. Das erste Videospiel ist Böcke anstoßen. Also falls ihr das dachtet, müssen die irgendwie ein Video so nachmachen, ne? Nein, nein, wir sind ja nicht bei Just Dance hier. Wir müssen quasi so kleine Rhythmus-Minispiele spielen. Und hören einen tollen Disco-Remix von dem Super Mario Bros. Theme. Und ja, ihr habt schon gemerkt, heute keine Facecam. Einfach deswegen, weil es würde sich ja nicht wirklich anbieten, ne? Ich könnte dann auch so gut wie nie in die Cam schauen, ne? Habe ich ja schon oft genug erklärt. Weil der Screen ja bei mir auf der rechten Seite ist. Auf der linken Seite. Oh, jetzt müssen wir marschieren. Das wird lustig. Für euch, nicht für mich. Das kann ich normalerweise auch überhaupt nicht. Ja, wieso war das jetzt so früh? Ich hab da nach unten getan. Entschuldigt, dass ich hier auch nicht so viel reden kann, ne? Aber hier muss ich mich halt endlich krass aufs, aufs Schütteln konzentrieren, ne? Und auf den Rhythmus. Dass es halt schwer wird zu kommentieren, ne? Bin froh, dass ich noch vorne liege, aber das kann sich natürlich ganz schnell wieder ändern, ne? Ich muss einfach sagen, hier funktioniert das HD-Rumble echt gut. Also das ist wirklich so ein Spiel, das macht sehr gut gebraucht von dem Feature der Nintendo Switch. Weil das ist ja auch eins der großen Features neben dem neben der Tatsache, dass man seine Docking Station stellen kann und dann am Fernseher und unterwegs spielen kann. Ne? Also dass das halt eine Hybrid-Konsole ist. Mann, und das alles nur für ein Juwel. So, und jetzt hier nochmal ein bisschen schütteln. Um auch genug Anerkennung von den Fans zu kriegen. Jetzt müssen wir Fenster putzen, ne? Mann, das wird ja immer cringiger hier. Ja, und vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, ich habe auch hier jetzt mein neues Mikro. Das erste Mal konnte man es hören im Mario Power Tennis LP. Jetzt natürlich auch hier. Je nachdem, wann dieser Part online kommt. Vielleicht hört man das auch erst dann. Das erste Mal. Wobei, nein. Mario Power Tennis kommt auf jeden Fall
vor diesem Spiel hier raus. Oder vor diesem Part hier. Ja, das Fenster putzt sieht zwar einfach aus, aber lasst euch nicht täuschen, ne? Generell, ich würde diesen Modus schon als ziemlich schwierig bezeichnen, ne? Aber das war schon die normale Runde. Mal schauen, wer gewonnen hat. Ich hoffe natürlich ich. Ich lege es aber auch nicht wirklich hier aufs Gewinnen an oder so. Ich will die Modi einfach alle durchspielen, weil das reicht schon, um das Juwel zu bekommen, ne? Yay, hallo! Bitte votet mich alle! Yay, ihr habt mich gewotet! So, Bowser Jr. legt noch kurz einen Dance hin und dann geht er seinen Sieg feiern. Kann er sich auch leisten. Bei 289 Punkten, ne? Damit sind wir der deutliche Sieger. Kann ich jetzt bestimmen, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich spiele? Ich hoffe. Was? Nein, na! Oh. Ich wollte nicht nochmal. Kann ich das hier nochmal ändern? Solche Facebooks sind aber auch nur mir. Ja, bla bla bla. Hier, Remix wollte ich machen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger als normal. Kann man das auch überspringen? Nein, scheinbar nicht. Gut. Das müssen wir uns also immer gönnen, ne? Aber jetzt ist diese Introduction am Anfang können wir überspringen. Immerhin etwas. So, jetzt müssen ja auch mehr Minispiele kommen. Und dann müsste es auch mal eine Fast-Version davon geben. Also alles schneller. Das, was kommt? Der Baseball, wenn man so möchte. Das haben wir auch schon gespielt, nur in anderer Form. Nicht in dem Rhythmus-Minispiel auf jeden Fall. Da ist es so, die weißen Bälle, die kommen von oben, und dann gibt es noch rote, die kommen direkt. Ja, und ich bin der übelste Skiller in Baseball, wie ihr seht. Es gibt ja auch von Mario einen Baseball-Ableger. Nein, sogar zwei. Nur die sind halt nie bei uns erschienen, ne? Was ich irgendwie schade finde. Ich habe die mir nämlich vor kurzem mal angeschaut. Hä? Was ist mit dem hier? Okay, der macht so ein paar Zickzack-Linien, ne? Nämlich einmal Mario Superstar Baseball für den GameCube und Mario Super Sluggers für die Wii. Und jetzt müssen wir mit den Pferden reiten, ne? Wie in der letzten auf Zelda. Man könnte jetzt also sagen, Epona für Arme. Mann, ich bin echt schlecht im Reiten, ne? Und dabei ist The Legend of Zelda Twilight Princess mein Lieblingsspiel. Und da ist man des Öfteren per Pferd unterwegs. Also müsste ich das eigentlich können, ne? Ja, da sieht man, wie viel ich von dem Spiel aber noch mitgenommen habe. Denn jetzt gehe ich nicht ab. Nur gibt's hier nicht wie in Zelda keine Karottenanzeige. Und jetzt müssen wir die Gesten nachahmen. Ich mach also doch Just Dance von Waluigi. Okay, ich glaube, das war ziemlich schwierig. Da muss ich jetzt mal still sein, ne? Ah, ich verstehe schon, ne? Ja, das ist ziemlich schwierig. Da muss ich jetzt aber echt mal still sein, um das hinzukriegen, ja. Komm, ja, komm, richte es schon. Geht's tief. Ja, das war jetzt nicht unbedingt die beste Vorstellung. Jetzt kommt das Ganze noch schneller. Okay, zumindest zwei Spiele. Das Gesten nachahmen zum Glück nicht, weil das finde ich wirklich das Schwerste. Keine Ahnung, ob ich da alleine mitstehe, aber
Das fand ich schon extrem schwierig. Gerne vielleicht noch wegen dem Mikro. Wenn ihr wissen möchtet, was für eins ist, ich verlinke es euch in der Beschreibung. So wie ich es immer mache. Es sei denn, ich vergesse es. Das kann natürlich immer passieren, ne? Ja, und jetzt müssen wir noch unser Pferd wieder anspuren, ne? Danach war es zum Glück auch. Dann los, los, renne, Pona! Oh, Moment, das klingelt an der Tür. Okay, kann weitergehen. Der Schoße hier. Ja, das ist aber auch mitten beim Aufnehmen Tür klingeln muss. Das ist ein Fakt, den ihr jetzt unbedingt wissen wolltet, oder? Ja. Aber wir haben es aber nicht überstanden? Ernsthaft? Oh nein. Das wird eine Blamage, das weiß ich jetzt schon, ne? War das jetzt zu spät? Oder vollkommen perfekt? Ja, bei 3 halt, weißt du? Oh Mann. Was für ein Modus. Es würde mich doch sehr wundern, wenn ich jetzt gewonnen hätte. Aber komm, hier könnten wir trotzdem wirklich voten, oder? Hallo, ich bin doch euer süßer Bowser Junior. Wobei, es sind alles Toads, die werden ihn wahrscheinlich nicht voten, ne? Zumindest nicht freiwillig. Und gewonnen hat... trotzdem ich! Oh, ich dachte echt, ich hätte verloren. Ich bin ja doch besser, als ich dachte. Ich bin der absolute King. Ja, was glaubt. So, und jetzt das Ganze noch auf schwierig. Das wird lustig. So, jetzt schwierig. Verdienen wir uns das Juwel. Oh, jetzt wird es sogar tatsächlich von alleine geskippt. Ich musste nicht mal was drücken. Aber gut, wahrscheinlich jetzt, weil es das Schwierigste ist. Und das Rhythmusspielchen muss ich auch nicht nochmal machen, ne? Na dann los. Oh, es sind aber nur 3. Natürlich kommt gleich mal mein zweitliebstes dran, ne? Nicht. Nämlich das Marschieren, ne? Wieder doch der Pfeil angezeigt wird. Oh, das bist du, ne? Falls du noch nicht gemerkt hast. Ja, nee, spiele ich. Ich bin ja auch nicht derjenige, der ihn am Anfang ausgesucht hat. Ja, ihr merkt schon, das ist sehr, sehr schwierig jetzt. Wahrscheinlich für einen Noob wie mich sogar zu schwer. Als ob ich da noch gewinnen könnte. Weiß gar nicht mehr, wie das bei meiner Originalaufnahme war. Ob ich da gewonnen habe oder verloren, ne? Oder nee, ich glaube, ich habe das Ganze noch nicht mal gespielt. Ja, dann kann ich es euch doch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, ich hätte jetzt noch öfters die Klappe halten müssen, ne? Hätte sich irgendwie doch angeboten, hier eine Webcam anzutun, ne? Aber, ja, andererseits... Die Gründe, warum ich das nicht mache, habe ich euch schon genannt. Ihr könnt froh sein, dass ich jetzt zumindest eine bessere Mikroqualität habe. Weil die andere, wurde mir auf Dauer dann doch zu billig. Deswegen habe ich mir ja ein neues Mikro geholt. Was kommt jetzt? Dreh den Karton. Nun, das glaube ich haben wir noch gar nicht gehabt. Das ist ganz cool. Wie bei so einem Stadion muss man da das Logo einfach im richtigen Moment auch hochklappen. Ihr kennt das bestimmt. Auch wenn es bei uns eher weniger vertreten ist, glaube ich, sondern eher in den USA. Deswegen wird sie, glaube ich, eher Baseball oder Football als Beispiel genommen. Ich sehe da zumindest Football-Chucks und Koopas, die sich als Cheerleader versuchen. Ne? Aber es läuft eigentlich ganz gut. Ja toll, wenn ich so langsam mache, dann ist es irgendwo auch unfair. Aber 185 Punkte, das geht eigentlich ganz klar.
Und jetzt müssen wir hier links spielen und das Obst aufstechen, ne? Oder ne? Zu einem Degen, ne? Okay. Das wird auch schwierig. Weil da muss man auch wieder drauf auf die Geräusche hören, ne? Okay, dann geht's eigentlich sogar noch. Jetzt habe ich das jetzt gerade verfehlt. Weil mein Nico sollte ich dabei vielleicht nicht umwerfen, ne? Weiß er nicht. Also die Beatbühne, so cringe sie auch sein mag, es macht irgendwo doch noch Spaß. Ja, das ist das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben. Aber hey, das Juwel haben wir dennoch. Und wer hat es gewonnen? Wieder ich. Cool wär's, dreimal hintereinander dieses Spiel zu gewinnen. Vor allem im Multiplayer ist es doch mal ganz lustig. Hab das Ganze schon auch schon mal mit Freunden gespielt und ich sag mal so, da wurde viel gelacht. Ja. Auf jeden Fall hat Bowser Jr. es geschafft. Er hat es dreimal geschafft, Sieger zu werden. Ne? Und nun, her mit dem Juwel. Das zweite Juwel ist unser. Yippie, du hast die Beatbühne auch schwierig geschafft. Ich habe immer noch Herzklopfen nach deiner Vorstellung. Damit seid ihr ihrem Traum, der Superstar zu werden, hoffentlich einen großen Schritt näher gekommen für Alter Bowser Jr. In Anerkennung deiner traumwörtlerischen, sicheren Auftreten für die Bühne verleiht dir hiermit das Traumjuwel. Glückwunsch! Traumjuwel? Okay. Ja, davon habe ich auf jeden Fall immer geträumt. Dir fehlen nur noch 3 Juwelen, du steckst dich gut. Weiter so. Sehr gut, auch wenn es nicht immer Bowser Jr. ist, der hier gewinnt. Ich spiele ja immer mit anderen Charakteren. Und damit haben wir dieses Juwel auch. Das Traumjuwel. Yay. Fehlen nur noch 3, dann sind wir der ultimative Superstar. Oh, jetzt hat sich's auch gewandelt. Von, helllichtem Tag zu Sonnenschein. Sonnenuntergang, ja. Okay, ein paar Minuten haben wir noch übrig. Ach, das sind die Koopas. Hi. Hallo, ich will mit euch reden, ne? Hallo. Ihr gebt euch wirklich Mühe mit den Juwelen. Nicht schlecht, verehrter Bowser Jr. Das ist mein Fanclub, oder was? Mir wurde auch gesagt, zu Birdo soll ich das öftere mal gehen. Hallöchen, hier ist Birdo. Wie geht's, wie steht's, Bowser Junior? Das ist ja schon die 11. Party, ist das zu fassen? Ja, an Anfängen sah diese Veranstaltung noch ganz anders aus, das kann ich dir sagen. Beziehungsweise kann ich nicht, denn ich erinnere mich selbst nicht mehr. Wird vielleicht sein, dass du am Anfang noch gar nicht dabei warst. Weil mir geschrieben worden ist, war Birdo schon seit Mario Party 5 dabei. Oh, jetzt wird dieser andere Raum hier noch entsperrt. Sehr schön, dann schauen wir doch da mal kurz rein, ne? Die nächste Piranha-Pflanze wird von Kame gekillt. Und wir können diese Röhre hier betreten. Was ist denn da drin? Rein da. Was soll das hier? Willkommen, Bowser Junior. Nein, wie gefällt dir dieser Raum? Alles, was du hier siehst, habe ich mir ausgedacht. Yeah. Nur etwas Deko fehlt. Bowser Junior, wie wär's, wenn du den Raum mit ein paar Stickern beschmückst? Was ist das denn? Anbringen, ansehen. Okay, ich habe hier verschiedene Hintergründe. Ich nehme mal den hier. Und was? Sticker anbringen? Ich habe hier einen Bowser-Sticker, den tue ich einfach mal dahin, weil ich selbst keine Ahnung habe, wohin damit. Dann Bowser Junior, den tue ich. Der ist sogar größer. Dann noch hier. Hier, Sterne, weil dann tue ich den Bowser lieber. Durch den Bowser lieber dahin. Und das hier dahin. Den tue ich mal kurz hin. Dann tue ich jetzt. Gebe ich Bowser hier noch eine Schleife, damit man zeigen kann, dass auch ein Mann in der Küche eine Rolle spielen kann. Ihr könnt aber so eine super Story draus bauen. Hier. Ja, Bowser Jr. so, ey, macht mir was zu essen!
Und jetzt, warte, habe ich noch was Besseres? Ah, genau, hier der Pilz, den kocht er jetzt gerade. Und, dann noch Peach, dann tun wir noch da noch ein bisschen Peach. Peachchen. So halt scheiße, aber irgendwie auch geil. Ja, ein wunderschönes Kunstwerk. Scheiße. Oh Mann. Naja. Den Modus können wir nach wie vor nicht spielen, oder? Ja, könnte nicht. Ich hab noch nicht alle Minispiele. Ihr habt schon zwei Juwelen. Weniger hätte ich auch von euch nicht erwartet, werter Bowser Junior. Darf ich euch mit meinen Flügeln etwas kalte Luft zufächeln, damit ihr euch von der harten Arbeit erholen könnt? Ja, gerne, aber vielleicht am besten erst nach Partende. Was könnten wir jetzt noch spielen, ne? Ich glaube, wir schauen uns nochmal ein Minispiel im Freizeitraum an, ne? Was, wenn eins, was dabei auch hoffentlich schnell geht. Da haben wir, das sieht gut aus. Panzerschlacht Deluxe. Es gewinnt, wer die meisten gegnerischen Panzer zerstört. Ja, machen wir das. Platziere die Konsole, wo ihr sie sehen könne. Was, wenn ich auf dem Fernseher spiele? Dann ist es egal, oder? Ja, stimmt, das ist dieses, da kann man verschiedene, Terrarien aus seiner Switch-Konsole aussuchen. Ich nehme mal das hier. Und, dann kann man halt so gegeneinander antreten, ne? Was ist das denn? 1 gegen 1? 1 gegen 1? Okay. Was? Ich bin schon tot? Ah, ne, doch nicht. Was ist denn das für eine Steuerung? Die ist. Warte mal, die sieht das vielleicht so. Hä? Was ist das für eine Steuerung? Dieser Endseltsame. Wenn dass ich ihn auch mal getroffen habe. Wer ist bitte schon auf die Idee gekommen, das Ganze so zu machen, dass ich mit dem Joystick sowohl vorfahren kann als auch zurück. Also sowohl vorfahren kann als auch steuern kann. Wieso kann ich das nicht einfach A verwenden? Okay, also das Minispiel finde ich jetzt echt mal richtig garbage. So ein Panzerspiel gab es ja schon des Öfteren in der Mario Party Historie. Wir hören hier übrigens auch einen Remix von Mario Party 2, wo es so ein ähnliches Minispiel gab. Jetzt habe ich doch gewonnen, ne? Ne, das Minispiel ist Müll. Das sage ich so frei heraus. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Ach ja, habe ich euch eigentlich jemals den Shop gezeigt? Ich glaube nein, ne? Wenn ja, oder beziehungsweise das Toad-Tablet. Wenn ja, dann. Wenn nein, dann zeige ich es euch jetzt. Also vom Toad-Tablet kann man leichter zu den ganzen Events kommen. Und es gibt einen Laden. Außerdem kann man sich hier noch Party-Info durchlesen, ne? Und man kann hier seine Partypunkte investieren, ne? Bis jetzt allerdings nur in Party-Info. Da kaufe ich mir jetzt einfach noch das hier. Dann habe ich hier schon alles gekauft offscreen. Und man kann hier seine Juwelen ansehen, ne? Da kann man sich auch so ein bisschen spoilern lassen. Also eins kommt noch, das sieht aus wie ein Shuriken. Eins sieht, ist einfach nur ein ovaler Kreis. Und eins sieht so ein bisschen aus wie nur ein Herz. Hm. Naja. Also wie es dann hier weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.